So, und dann herzlich willkommen zurück zu einer Folge, wo ich jetzt mal warten möchte, was passiert. Weil es kam gerade so ein Tschsch. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach zur Musik dazu gehört oder ob da gleich was kommt. Ich meine, das sieht halt schon so aus, als wenn wir mitten in ein Kanonenrohr gucken. Von daher. Aber es kommt scheinbar nichts. Was schon etwas irritierend ist. Dann war das Geräusch gerade eben schon mal doch einfach Teil der Musik oder sowas. So, gucke ich aber trotzdem nochmal, ob jetzt hier nochmal Munition ist. Damit dafür wirklich alles. Ah, siehst du? Ich will die definitiv nicht liegen lassen. Denn der Shit ist gut. Oh, hier sind. Kann man da durchgucken? Warum ist mein Bildschirmrand so rot? Jetzt ist er weiß. Achso, weil hier. Weil die weißen Lampen rot leuchten. Ja, ist klar. Mhm. Könnt ihr vielleicht auch einfach mal kacken gehen? Mit eurer Ingame-Logik. Aber ich sehe keinerlei Munition sonst mehr. Also ich glaube mal, wir haben alles an Munition aufgesammelt. Ich meine, es war zum Glück ein bisschen was. Wir haben 100... Ah, siehst du, wieder. Dann, also... Dann ist es doch definitiv Teil der Musik. Okay, okay, gut. Gut, gut, gut. Dann haben wir also noch nichts ausgelöst. Dann... Das dauert so ewig. Ja, wir werden hier das Ding mit der Stamina, ne? Attack, effective 2 Minuten. Stopping Hunger. Let's go. Und dann gibt es hier nochmal... Gab's da irgendwas? Mit Stamina Boost. Also gut, das Ding ist aber schon ganz schön over OP. Gab's da irgendwas mit Stamina Boost? Ach hier, Energy Drink, genau. So. Irgendwas kaputt machen? I'm tired jetzt schon? Und ich bekomme tatsächlich keinen Hunger. Das ist sehr geil. Leider sieht man nicht, wie lange der Effekt noch hält. Man sieht zwar oben rechts, dass der Effekt doch aktiv ist, aber man sieht halt leider nicht, wie lange. Aber ich glaube, nee, das geht gar nicht kaputt. Also, warte mal ganz kurz, wir haben noch unser Dynamit. Schnauze. Schnell weg hier. Ah, so ist das gedenkt. Okay. Gut. Dann, take cover. Was? Ich hab Schaden bekommen? Leco mio. Was gibt's denn hier? Oh, Munition. Ja, I'm carrying... Oh, jetzt auch wieder Clips. Sehr geil. Sieben Bullets. Wow. Was haben wir noch bekommen? Wir haben noch gerade... Achso, hier, Shotgun. Messias. Haben wir jetzt 11 Schüsse. Kann ich aber... Warte mal kurz. Erstmal hier... meine Pistole. Wo ist meine Pistole? Ach, Junge. Bleib doch da. Danke. So, jetzt haben wir da schon mal die Clip weniger. Aber da hat auch weniger Gewicht, aber wir haben immer noch 3 Pfund zu viel.
weil 11 Shotgun-Patronen auch 9 Pfund wiegen. Haben die Leute eigentlich überhaupt Ahnung von Physik? Was ist los mit diesen Menschen? Gut, dann würde ich mal sagen, dann lasse ich den doch wieder erstmal vorbei. Nee, das reicht gar nicht aus. Wir brauchen noch mehr. Wow, wir haben 6-mal Steroide mittlerweile. Was schmeißen wir denn weg? Immer das gleiche Problem. Aber gut, ich kann ja meine Waffe nachladen. Nee, ist schon auch maximal aufgeladen. Warum sage ich der Eisastor schon wieder frei? Wollt ihr mich gerade verarschen? Danke. Schon wieder weg! Oh. Weißt du was? Du kannst doch erstmal weg. So, jetzt haben wir nur noch. Immer noch viel zu viel? Ich will so nur die einfach da lassen. Ja, ich gleich alle. Nein. Oh. Lecco mio. Danke. So. Jetzt haben wir zumindest wieder akzeptables Gewicht. Und dann geht es in diesen langen, überhaupt nicht auffällig aussehenden Tunnel. Das Tor geht garantiert gleich hier zu. Und wir werden alle sterben. Och nö, leck mir am Arsch. Luminal Spaces, I'm coming. Die Tür ist ganz schwarz. Da ist garantiert gleich wieder so eine Falle. Oh, nee, gar nicht. Achso, okay, sie sehen alle schwarz aus dem Blickwinkel. Okay, das Geräusch kommt von da. Ja, es ist die Tür. Oh. Ach, man erkennt sogar die Tür. Guck mal hier. Hier haben wir eine relativ normale Textur. Und hier hast du. Ach nee, ist auch normal. Aber von Weitem. Dieses Leuchten, was du auch hier hast, dieses Leuchten. Das sieht teilweise so komisch aus, wie als wenn die Tür hervorgehoben ist. Achso, okay, geht gar nicht rein. Oh, Leute. Hä? Das Heulen kommt jetzt gerade direkt von vor uns. Okay, es ist diese Tür. Aber warum ist es so laut, selbst wenn man weiter weg steht? Das ist gar nicht leiser. Oh Mann, Alter.
Gut, ich versuche mal alle Türen zu öffnen. Das ist really fucked up hier, ey. Digga, das ist ja... Das ist so geil und gleichzeitig so... nicht geil. Ja. Ist einfach nur Liminal Space. Hier reagiert gar nichts. Ist einfach nur alles, um die Scheiße einzujagen. Da vorne ist ein Fahrstuhl? Tyler, how could you write toxic things? Ist das ein K oder ein such toxic things, schätze ich mal, soll das heißen. Aber das hier ist ein K. Da sieht man, also ein K. Suck toxic things. I have no idea where your head is at right now. And frankly, I don't want to know. I don't want to have anything to do with you. Stay away from us. Get help. Digga, das war gerade Timing. Ja, Alter. Das, wow. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das Eda? Elida? Leda? Wie die Alte heißt? Also auf Deutsch. Taylor, wie kannst du nur solch heftig toxische Sachen schreiben? Ich habe keine Ahnung, wo deine Gedanken gerade sind. Und ich möchte es doch gar nicht wissen. Ich möchte einfach nur nichts mehr mit dir zu tun haben. Bleib weg von uns. Such Hilfe. Und mit Get Help meint man normal, also Hilfe im Sinne von therapeutischer Hilfe. Das ist schon mal eine Ansage. Aber also, wer durch so einen Gang hier läuft, ne, der kann ja nicht mehr ganz betrost sein. Und der ist es tatsächlich ein Fahrstuhl. Okay, also es kommt aber kein Jumpscare oder sowas. Ich hätte halt locker mit einem Jumpscare gerechnet, ganz ehrlich. Wee. Lol, welche Maus bewegt sich meine Waffe? Okay. Auf zur nächsten Episode. Chapter 4. Storm. Ah! Stimmt. Früher eben das alte Ding hieß ja Storm. Jetzt ist es Storm. Ich hatte euch doch am Anfang vom letzten Chapter erzählt, wo ich meinte, dass es auf einmal anders aussieht. Kann es sein, dass das jetzt kommt? Ja. Ja. Okay. Das heißt, die Episode, die wir gerade eben hatten, also Chapter 3, wurde zwischengeschoben. Das ist das Ding, was früher Chapter 3 war. Verstehe. Jetzt, wo ich gerade den Namen Storm gelesen habe, fühlst du nämlich wieder ein. Eben, das hieß ja Storm. Oh, noch ein bisschen Stuff hier. Was bist du? Auch wieder bloß normaler Mantel. Geh kacken. Sonst sehe ich hier erstmal nichts. Haben wir alle Hull? Nö, haben wir nicht. Okay. Hier gibt es nämlich auch eine ganze Menge Stuff. Da sieht man ja schon, wie da alles gelb blinkt und glitzert und überhaupt. Allerdings ist das hier ein relativ großer, offener Bereich, wo es auch sehr viele Monster gibt. Ich würde erstmal ganz allgemein ein bisschen was hier ablegen, wo wir gerade sind. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Das ist jetzt eine Art Hub-Level. Es gibt hier mehrere Eingänge und zu dem Ort kommt man immer wieder zurück, quasi. Und jedes Mal, wenn man zurückkommt, verändert sich das Wetter. Oh, ich hab jetzt schon voll Bock. Oh, ich hab sowas von Bock. Ganz ehrlich, 17 Pfund lassen wir auch hier.
irgendwas Schweres? Ey, wir haben so wenig Sachen und haben trotzdem so viel Gewicht. Wie geht das? Ich wüsste echt gerne, was so viel Gewicht hat. 140 Pfund. So viele Sachen haben wir doch gar nicht. Muss ich das verstehen? Wir müssen irgendwas dabei haben, was einfach mal 100 Pfund hat oder irgendwie so. I don't know. Das sind ja alles leichte Sachen. Ich habe keine Ahnung, was davon so viel Gewicht braucht. So. Ach ja, wenn wir gar kein Sledge haben wir mehr. Okay, aber reicht immer noch aus mit einer Attacke. Okay, gut. Weil eben, das Ding ist jetzt wesentlich schwächer als das Sledgehammer. Wobei 140, wie viel hatte der Sledgehammer? Der Sledgehammer, also der große, der hatte doch auch 140 oder hatte der mehr gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir finden, einmal Kleber. Ich weiß, dass hier irgendwo Leute auf uns warten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Das ist alles Alkohol? Ja. Oder sind leere Flaschen? Ah, achso, sind leere Flaschen. Mhm. Eine Harpune ohne Pfeile? Ey, wer kommt sicher auf so eine gottlose Idee? Nimm die mal als Wurfgeschosse. Einmal, weil sie gerade finden. Das sind ja jetzt alles Hunde. Da ist noch mindestens einer. So, Äpfel, sehr lecker. Boah, Alter. Oh, Steine. Yay. Noch eine Bench. Oh, Clip. Noch ein bisschen Munition. Erstmal hier das Gebiet unsicher machen. Erstmal alles aufsammeln. Oh, da haben wir Harpunenpfeile. Aber wie gesagt, die Harpune, die wiegt halt gleich wieder so viel, ne? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen mehr Luft, ja? Aber ich will jetzt nicht gleich wieder komplett überladen sein. Das bringt ja auch nichts. Von daher, wie gesagt, die Harpune.
Ist zwar schön kräftig am Anfang. Oh, noch mehr Steine. Geil. Nein! Aua! Wie kann er so nah sein und Tropfen daneben schießen? Schlag, meine ich doch. Das ist doch ein Witz. So, die Dosen können wir gleich wieder lassen. Bam. Naja, wenigstens bekommen wir jetzt weniger Bleeding. So, das ist die erste Tür, wo man rein kann. Also eine von den Türen, nicht die erste, also keine Ahnung. Also, ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob es eine spezielle Reihenfolge hat. Auf jeden Fall ist das eine von den Türen. Dann war, glaube ich, die da hinten war noch eine Tür, wo man reingehen kann. Dann gibt es da noch einen Eingang. Und da ist noch ein kleiner Raum. Genau, da ist auch noch ein Eingang. Da ist auch Stuff, sehe ich gerade. Also drei Eingänge insgesamt. Oh, und ja. Hier hat man... Okay, also die Köpfe symbolisieren doch immer noch, dass es explodieren kann. Weil diese Funken, wenn man da durchläuft... Aua! Aber zum Glück haben wir Steine, beziehungsweise nicht mal gerade Flaschen. Egal. Nee, komm, ich würde schon die Flasche jetzt nicht dafür verschwenden. Das macht ja auch keinen Sinn. Aua! Ey! Gut, die habe ich zu spät gesehen. Nein! Mit dir. Nein. Da. So. Digga, wie weit muss ich ja noch weggehen? Hä? Ich krieg gar keinen Schaden. Ah. Ach, okay, wird einfach nur rot. Mein Lebensbalken ist gar nicht kleiner geworden dabei. Oh, hier ist eine Menge Stuff. Okay. Was? Achso, nochmal eine neue. Machen wir das gleiche wie die ich bereits habe. Das heißt, ich ziehe mal die neue an. Ich nehme aber die alte tatsächlich doch mit. Und pack die mit zu unseren Sachen, die wir dort lagern. Bei dieser einen geheimnisvollen Tür. Ich bin sowieso der Meinung, wir sollten die Sachen lieber nicht da hinten irgendwo lagern, sondern da eher so in der Mitte. Macht doch mehr Sinn, oder? Oh, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch Zombies und so respawnen. Jedes Mal, wenn wir hier wieder reinkommen in das Gebiet. Von daher, ich lasse die Sachen einfach hier. Hier weiß ich, wo sie sind. Das heißt, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Wir haben nochmal drei Bullets. Kann ich nochmal nachladen. Ne, ich kann nicht nachladen. Schade. Ach stimmt, das war ja auch früher auch so, weil er ja, eben, weil er halt so Magazin, also hier diese, halt diese Magazin-Ding hat. Kannst du zwar die Magazine kannst du zwar kombinieren, aber du kannst.
erfahren das? Also eben, du kannst nur nachladen, wenn die Waffe leer ist. Ich glaube, früher war das sogar so, dass du nachladen konntest. Aber wenn du jetzt 3 Pistolenkugeln geladen hast und einen Clip hast mit 7 und du den quasi nachgeladen hast, dann hattest du selber danach 7 und hattest dann Clip mit 3 im Inventar. So wie als wenn man einfach den alten Clip rausnimmt und den neuen Clip reinschiebt, dann hast du halt wieder den alten über. So gesehen sogar sehr realistisch. Gehen wir zuerst hier rein? Oh, da sind 3 Steine. Ich würde sagen, wir gehen zuerst hier rein. Einfach, weil wir gerade hier sind. Let's go. Wir dafür brauchen einen langen Paul und Kleber. Oh, Autosave, das ist nicht gut. Oh, da liegen sehr viele Sachen rum. Das ist auch nicht gut. Achso, halt, ich wollte ja noch wieder hier zurücktauschen. 12 Steine haben wir, Leute. 12 Steine. Das ist doch phänomenal. Oha. Aua. Nein. Jetzt werfen wir noch zurück hier. Nein, wieso? Oh, scheiße, jemand da. Lass mich mal nicht meine Steine auswählen. Und du dahin. Danke. Goddammit. Aua! Ah! Scheiße! Junge! Hä? Die bringen ja gar nichts! Hä? Leck mich am Arsch. Wieso halten die auf einmal so viel aus? Früher waren die nach 3 Steinen, spätestens 5 waren sie weg. Und jetzt habe ich einfach mal 8 Steine geschmissen oder irgendwie sowas. Was ist das für Bullshit? Selbst auf Steine ist kein Verlass mehr. Das ist deprimierend. Nein, der wirft direkt. Warum wirft die direkt? Aua! Das ist doch nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Aber schon 40 Dings da. Das hier können wir gleich mal benutzen. Ich habe gar nicht viel Damage eingesagt. So. Nochmal leere Flaschen. Die Sachen auf den Tisch. Wo geht das hier eigentlich weiter? Ach, da geht's weiter. Von da, wo die Zombies gekommen sind. Wer hätte es gedacht? Aber das machen wir nächste Folge. Von daher. Bis dann.